oder auch das Gegenteil davon, kam heute schon an einigen Stellen vor und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gott des Lebens. Wir befinden uns in einer Predigtreihe durch den Epheserbrief, durch einen Brief, der an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wird. Und diese Gemeinde bestand aus vielen verschiedenen Menschen, vor allem zwei Gruppen, nämlich Judenchristen und Heidenchristen, wie man sie nennt oder nannte. Also zum einen Menschen, die vorher zu der religiösen und auch kulturellen Gruppe der Juden gehört haben und zum anderen Menschen, die aus anderen Kulturen und Religionen gekommen waren und die dann aber zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und sich auf einmal in einer gemeinsamen Gemeinde wiederfanden. Und an diese Menschen wird dieser Brief geschrieben und da wird vieles behandelt, aber immer so mit dem Unterton, was man gemeinsam hat und warum man eben zusammengehört. Und darum geht es auch um einige Glaubensgrundlagen und unter anderem um das, was Jesus für sie getan hat. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, und zwar mit ein paar Versen aus Kapitel 2. Und ich lese uns die Verse 1 bis 10. Auch euch, also alle in der Gemeinde in Ephesus, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wir waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, genau wie alle anderen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So, jetzt kann ich erstmal durchatmen. Nach so 10 langen Versen, die es in sich haben, da kommen ja krasse Worte drin vor. Also Tod, lebendig, Sünde, Begierden, Ewigkeit, Gnade, alles irgendwie so große Wörter. Und ich glaube, man könnte über jeden einzelnen Vers eine ganze Predigt halten. Das mache ich jetzt heute nicht, keine Angst. Ich will mich heute auf einige Worte, die daran vorkommen, konzentrieren und gucken, was damit eigentlich gemeint ist. Und zwar mit diesem Gegensatz von Tod und Leben. Was heißt das denn, wenn hier geschrieben wird, dass die Gläubigen vorher tot waren? Wenn wir davon reden, dass jemand tot ist, meinen wir das ja irgendwie biologisch. Da haben Körperfunktionen aufgehört, ein Herz hat aufgehört zu schlagen, Hirnströme fließen nicht mehr. Aber die Gläubigen haben ja vorher irgendwie auch biologisch gelebt und leben auch jetzt weiter biologisch weiter. Sie haben ja, sind vorher rumgelaufen, haben ein Leben gehabt. Und in Vers 1 und 2 merken wir, dass dieser Tod irgendwas mit Sünde zu tun hat. Das hilft jetzt nicht unbedingt direkt weiter, weil auch Sünde ja auch ein ganz schön kompliziertes Wort ist. Wenn man nicht gerade total viel in der Kirche oder in christlichen Kreisen unterwegs ist, hört man das, glaube ich, nicht so oft. Es ist jetzt den durchschnittlichen Menschen, glaube ich, nicht unbedingt klar, was das zum einen damit gemeint ist, mit dem Wort Sünde an sich, und auch was das mit dem Tod zu tun haben soll. Und ich glaube, um zu verstehen, was Sünde ist und was sie mit dem Tod zu tun hat, müssen wir andersrum anfangen, mit dem Gegenteil, nämlich beim Leben. Und das Leben wird hier im Text mit Jesus verknüpft, hatte also irgendwas mit Gott zu tun. Und das für uns können wir uns vielleicht etwas leichter vorstellen, darum fangen wir da mal an. In der Bibel wird an einigen oder an sehr vielen Stellen deutlich, Gott ist ein Gott,
des Lebens. Das fängt ganz zu Beginn der Bibel an, wo in 1. Mose davon erzählt wird, dass Gott Leben schafft. Er schafft die Welt, er schafft die Erde und die Lebensräume, die sehr unterschiedlich aussehen, sehr bunt sind, so wie unsere Kirchenfenster heute Morgen. Lebensräume, in denen dann die unterschiedlichsten Arten von Tieren leben können und auch eben am Ende die Menschen leben können. Und in diesem Schaffensprozess, in dieser Schöpfung von Leben, spielt eine besondere Rolle der Geist Gottes. Der wird dem Menschen eingehaucht, sodass er dann zu atmen beginnt und zu leben beginnt. Und damit wird ausgedrückt, Gott ist Geber des Lebens, er schenkt dem Menschen Leben und er erhält es ihm dann auch jeden Tag neu. Der Geist Gottes wird im Alten Testament im Hebräischen mit dem Wort Ruach beschrieben. Und das heißt so viel wie Wind, Atem, aber vor allem Lebenskraft und Lebensenergie. Ganz interessant, Ruach ist im Hebräischen ein weibliches Wort. Und das nicht zufällig, sondern in der hebräischen Vorstellungswelt ist eben nichts so schöpferisch und lebensstiftend wie eine Geburt durch eine Frau, also durch eine Mutter. Und darum, um das so auszudrücken, sprechen manche auch heute von der Heiligen Geistkraft, weil es das ganz gut beschreibt. Der Geist ist eine Kraft, die in Bewegung setzt, die Leben schafft, die Leben ermöglicht. Und das gilt eben nicht nur so für diesen Lebensbeginn, die Schöpfung ganz am Anfang, sondern Ruach ist auch die Kraft, die im Leben eines Menschen neuen Anfang schenkt. Wenn alles verloren scheint, wenn alles so ausgedörrt ist, abgeschnitten ist vom Leben, dann schenkt sie neuen Lebensanfang. Leben und Gott in Form von hier vor allem dem Geist sind also ganz eng miteinander verknüpft. Gott ist die Quelle des Lebens, der Erhalter des Lebens und in seinem Geist eben auch der Schöpfer und Geber von Neuanfängen und neuen Lebensmöglichkeiten. Und dann im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wird der Geist dann beschrieben als etwas, das Menschen auch nochmal auf besondere Art und Weise zukommen kann. Und das beginnt mit Jesus. Jesus wird beschrieben als derjenige, auf dem der Geist ruht. In Jesus als Person und in dem, was er tut, ist der Geist, also die Geisteskraft, die Lebenskraft am Wirken. Jesus heilt Menschen. Er schenkt Menschen eben diese neuen Anfänge. Er ernährt Menschen, er richtet Menschen auf, er befreit Menschen. Er kritisiert auch andere Menschen, wenn sie wiederum Menschen erdrücken und einengen, ihnen Leid zufügen. Und mit all dem eröffnet Jesus neue Lebensräume, sodass Menschen aufleben, aufblühen, neue Chancen bekommen. Und die Begegnung mit Jesus zeigte wieder, dass Gott mit Leben zu tun hat. Mit dem, was lebensförderlich ist, lebenserweckend, lebensspendend, lebendig macht, Leben erneuert, was aufbauend ist. Und im ultimativen Sinn zeigt sich das dann darin, dass Jesus, nachdem er umgebracht worden ist, nicht tot bleibt, sondern wieder lebendig wird. In Jesus zeigt sich, dass Gott so sehr mit dem Leben verknüpft ist, dass der Tod bei ihm keinen Platz und auch keine Macht hat, ihm nichts anhaben kann, dass er ihn überwinden kann. Gott ist eben ein Gott des Lebens. Was heißt das jetzt für die Sünde? Hier kommt ja nicht nur das Leben ins Spiel, sondern auch die Sünde und der Tod. Was hat das miteinander zu tun? Es gibt in der Bibel viele verschiedene Bilder und Erklärungen und auch Perspektiven auf, was Sünde ist. Und die kann man unter unterschiedliche Kategorien einordnen. Und ich habe mal ein paar mitgebracht, um zu zeigen, was Sünde bedeuten kann und was sie auch mit dem Tod zu tun hat. An vielen Stellen wird Sünde als Schuld verstanden. Schuld, indem Gebote übertreten werden, die Leben schützen sollen, die gutes Leben ermöglichen sollen. Zum Beispiel ganz klassisch in einem Gebot der 10 Gebote nicht zu töten oder in dem Gebot nicht zu stehlen oder nicht Ehe zu brechen. Hier geht es also um das Handeln des Menschen. Das ist, glaube ich, auch so das Klassische, was Menschen sich unter Sünde vorstellen, etwas zu tun, was nicht richtig ist. Aber Sünde ist in der Bibel noch mehr. Sünde ist auch Trennung von Gott als der Quelle des Lebens und sich mit seinem Leben auf etwas zu verlassen, was nicht
trägt. Hier geht es also um die Gottesbeziehung. Sünden ist auch Verfehlen der Liebe, die uns eigentlich bestimmen soll, uns als ganze Person. Sünde wird auch beschrieben als eine Verstrickung. Etwas, in das jeder Mensch irgendwie reinkommt in dieser Welt, dann auch irgendwie drinsteckt, das übernimmt, auch nicht so richtig rauskommt. Hier geht es so ein Stück weit um den Machtcharakter von Sünde, wo man irgendwie gar nicht so wirklich drum herum kommt, wenn man in dieser Welt lebt. Und Sünde wird auch beschrieben als Zielverfehlung. Da geht es um eine falsche Grundausrichtung des Lebens. Ich tue mit meinem Leben nicht das, wofür ich eigentlich geschaffen bin. Meine Bestimmung als Mensch verfehle ich, als Mensch in liebevollen Beziehungen zu Gott, zu meinen Mitmenschen und zu meiner Umwelt zu leben. Das sind so die großen oder größten Linien, wie Sünde in der Bibel vorkommt. Und all diese Beschreibungen von Sünde haben es gemeinsam, dass sie das Leben erschweren, dass sie dem Leben widersprechen oder Leben sogar zerstören. Es wird Leben zerstört, wenn Beziehungen zerstört werden, durch Ehebruch oder durch Neid oder durch Mord. Leben wird erschwert und gestört, wenn Menschen sich auf ihre Leistungen oder ihren Besitz oder ihr Aussehen oder was auch immer verlassen und das sie auf Dauer nicht hält oder sie das auch nicht aushalten können auf Dauer. Dem Leben wird auch widersprochen, wenn Menschen zueinander lieblos sind, sich mit Worten oder Taten verletzen, andere klein halten, jemanden im Stich lassen. Und unser Leben wird erschwert und schwer, wenn wir selbst merken, dass wir irgendwie nicht aus der Sünde rauskommen, sondern in dieser Welt, in der wir leben und vor allem aber auch vielleicht in uns selbst, immer wieder mit unseren Schwächen, mit unserem Scheitern, mit Versuchungen konfrontiert sind. Auch das kann eine Last sein, die unser Leben niederdrückt und zerstört. Und letztendlich, ich habe es schon erwähnt, wird Leben natürlich wortwörtlich zerstört, wenn ein Leben durch Gewalt beendet wird. Und all das zeigt, Sünde ist das, was dem Leben widerspricht. Das ist gemeint, wenn hier Sünde und Tod miteinander in Verbindung gebracht werden. In der Welt, in der wir leben, wird Leben kaputt gemacht. Wir werden geboren und sind von Anfang an umgeben von Menschen und von Gruppen und Systemen, die Leben eben erschweren und zerstören und sogar unsere Lebensräume und unsere Lebensgrundlage, unseren Planeten, unsere Umwelt zerstören. Wir leben von Anfang an, erleben wir es, dass wir Brüche erleben, Verletzungen in Beziehungen erleben und werden selbst zu Menschen, die zerbrechen und zerstören und verletzen. Und all das widerspricht eben dem Gott, der Leben schafft und Leben erhält. Und das klingt jetzt vielleicht alles ziemlich deprimierend, in einer Welt zu leben, die aus so viel Zerstörung und Brüchen besteht. Aber das ist gar nicht das Ziel des Textes, zu zeigen, wie schlimm die Welt ist, wie schlimm irgendwie Menschen sind. Sondern das Ziel ist zu zeigen, in all dieser Zerstörung, in all diesen Brüchen, in diesen Widersprüchen zum Leben, kommt Jesus hinein. Das beginnt eben mit seinem Leben und Wirken, wovon in den Evangelien erzählt wird, wenn er das Leben von Menschen verändert, indem er heilt und neue Chancen schenkt. Und dann eben auch, indem er den Tod und damit jede Form von Sünde und Schuld überwindet und neues Leben ermöglicht. Das ist die Botschaft des Textes. In Jesus wird Leben heil, wird Leben frei, wird Leben erneuert und immer wieder auch neu geschenkt. Und das gilt auch heute für uns. In Jesus sind wir befreit von dieser zerstörerischen Macht der Sünde und sind mit hineingenommen in ein neues Leben. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das nicht missverstehen. Die Botschaft ist nicht, dass diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, auf einmal so ein Traumleben führen, gar keine Zerstörung mehr erleben. Die Botschaft ist auch nicht, dass die, die mit Jesus unterwegs sind, auf einmal die besseren Menschen sind und keine Zerstörung mehr verursachen, im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Das ist nicht die Botschaft und ich muss sagen, das ist auch nicht die Realität, die ich erlebe. Wir können die Welt nicht in so zwei Schwarz- und Weiß-Gruppen aufteilen und sagen, die einen sind immer nur der Sünde verfallen und die anderen tun immer nur lebensschaffende Dinge.
Das entspricht auch nicht der Gesamtaussage der Bibel. Denn da findet sich in jedem Menschen Gutes und Böses. Es wird zum Beispiel genauso über die Sünden vom eigentlich auserwählten Gottesvolk Israel gesprochen, wie über die guten Taten von manchen ägyptischen Hebammen, die nicht zum Volk gehören, oder manchen anderen Königen aus anderen Ländern. Es wird über die Verfehlungen vom auserwählten Gottesmann Abraham berichtet, aber auch über die guten Taten eines Samariters, der für die Juden damals eigentlich ein Ungläubiger war. Und das zeigt uns, da, wo Leben zerstört wird, handeln Menschen gegen Gottes Sinn. Und da, wo Leben aufgerichtet wird, Leben gefördert, geschützt wird, da handeln Menschen in Gottes Sinn, ob sie es jetzt bewusst tun oder nicht. Gläubige können sich also nicht rühmen, diejenigen zu sein, die alles besser machen. Und die, die mit Jesus unterwegs sind, erleben es weiterhin, dass sie auch zu Gutem und zu Bösem in der Lage sind. Der Theologe Thorsten Dietz hat das so beschrieben. Martin Luther hat nachdrücklich betont, dass auch die Christen Gerechte und Sünder zugleich sind. Glaube ist kein Besitz, kein Wissen, sondern eine lebenslange Bewegung des Vertrauens. Und so wie jeder Mensch in der Spannung zwischen seiner göttlichen Bestimmung und dem eigenen Zurückbleiben dahinter steht, so ist es auch für Christen. Sie glauben sich befreit zu einem neuen Leben und spüren zugleich täglich, dass sie noch unterwegs sind. Und ich glaube, beides ist wahr. Ich erlebe das eine bei Gläubigen, dass sie genau wie alle anderen noch auf einem Weg sind, noch unterwegs sind. Und doch erlebe ich auch, dass Gläubige sie eben befreit erleben zu einem neuen Leben. Und dass das schon etwas in ihrem Leben auch jetzt schon verändert. Dieser Umstand, dass mir immer wieder neues Leben geschenkt und ermöglicht wird, wenn ich mit Gott unterwegs bin, das macht etwas mit mir. Und das macht auch etwas mit anderen Menschen. Ich erlebe, dass Menschen in Jesus Heilung finden von ihren Verletzungen. Dass sie in Jesus Befreiung und Vergebung von Schuld und Lasten finden, die sie auf sich geladen haben, die sie runterdrücken. Ich erlebe, dass sie Heimat finden bei Jesus und in einer Gemeinschaft von anderen Gläubigen. Dass sie Halt und Trost in Jesus finden, wenn sie verzweifelt sind. Dass sie neue Perspektiven auf das Leben einnehmen. Dass sie Neuanfänge wagen, Lebensmöglichkeiten finden. Und auch, dass sie Hoffnung finden. Hoffnung darauf, dass der Gott des Lebens, der uns jetzt erhält, auch über unseren Tod hinaus uns erhalten wird, ins ewige Leben hinein. Und all das, das, was wir hier erleben, das wird sehr vom Briefschreiber betont, ist kein Verdienst der Gläubigen selbst, sondern eben ein Geschenk Gottes an die Menschen. Die Begegnung mit diesem Gott des Lebens, die ist ermöglicht durch Jesus. Und das ist eine Bewegung von Gott zu den Menschen hin. Ich lese nochmal Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich finde, man merkt hier richtig, der Briefschreiber wiederholt sich immer so ein bisschen. Das ist ihm wichtig, das zu betonen. Ihr habt nichts dafür getan, dass Gott euch rettet. An die ursprünglichen Hörer des Briefs hieß das eben, es spielt keine Rolle, ob ihr vorher Juden oder Christen wart. Für uns heißt das vielleicht, es spielt keine Rolle, woher wir kommen, welchen Stand wir in der Gesellschaft haben, wie viel Geld wir haben, wie viele Leistungen insgesamt oder fromme Leistungen wir erbringen und erbracht haben. Sondern das neue Leben in Jesus Christus haben wir eben nur durch Jesus Christus. Nur in ihm. Das ist ein Geschenk, das er uns macht. Und ein Geschenk, das alle, ob Juden oder Heiden, Christen oder was auch immer, gleich macht. Und zwar alle eben gleich reich. Alle sind hineingenommen in diesen Lebensraum Gottes. Und in diese Zusage, dass er stärker ist als die Kräfte, die Leben zerstören.
Und dass er Menschen hineinnimmt in diese Hoffnung, dass in Gott am Ende das Leben siegt. Und dieses Geschenk des Lebens, das ist auch für dich und für mich. Auch mir und dir hat Gott Leben geschenkt und kann auch jetzt unser Leben prägen und verändern. Und vielleicht ist es für dich dran, nochmal zu überlegen, wo erlebe ich denn diesen Gott des Lebens? Wo erlebe ich und habe ich es erlebt, dass in meinem Leben etwas heilt, etwas aufblüht, etwas ganz wird, dass ich aufgerichtet werde, neue Anfänge bekomme? Und vielleicht auch, wo erlebe ich es auch, dass ich Zerbruch oder Zerstörung selber erfahre oder auch verursache? Und wie will ich damit umgehen? Vielleicht spürst du auch eine Sehnsucht nach diesem Gott des Lebens, nach diesem neuen Leben in Jesus. Und mit all dem darfst du dich an diesen Gott des Lebens wenden, der dich hineinnimmt in diesen Lebensraum und das neue Leben in Jesus Christus. Und mit diesem neuen Leben, jetzt das neue Leben, das wir in Jesus haben, tragen wir auch Verantwortung für das Leben, wie es in Vers 10 heißt. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Der Gott des Lebens erhält und stärkt und baut Leben auf, eben auch durch uns, indem wir Menschen aufrichten, statt sie niederzumachen. Indem wir wertschätzen, statt jemanden selbstverständlich zu nehmen. Indem wir fördern, statt klein zu halten. Vielleicht indem wir vergeben, wo wir es können. Indem wir Menschen neue Chancen geben. Indem wir andere verteidigen, ihnen zuhören, sie schützen, auch andere Lebenswesen und die Welt zu schützen. Einfach indem wir Leben fördern und erleichtern und Räume schaffen, in denen Leben eben aufblühen kann. Und auch indem wir uns daran freuen und andere daran unterstützen, wenn sie das ebenfalls tun. Und mit all dem können wir verweisen auf den Gott des Lebens, der uns ganz frei heraus und immer wieder neues Leben schenkt. Amen.